mit der Fortsetzung der Blog-Reihe oder Vlog-Reihe, Selbstanalyse, selbstbeschränkende Persönlichkeitsprogramme. So. Heute mal frei von der Leber weg, ohne ein bestimmtes Thema, ohne festgelegten Themenbereich. Wieder einigermaßen gesund und im Zuge dieser Selbstanalyse kann ich sagen, dass so eine Phase längerer Krankheit, harmloser Krankheit, die einen zwar niederschlägt und körperlich stark beeinträchtigt, aber eben nicht bedrohlich ist, dass durch eine solche leichte Erkrankung durchaus einige Punkte über die eigene Lebensweise, die eigene Einstellung wieder in das Zentrum des Bewusstseins rücken und eben auch die der Frage nach dem Sinn, den man sich selbst gibt und seinem Leben oder wie man seine Zeit verbringt beispielsweise. Denn wenn man über einen langen Zeitraum hinweg gesund ist und sich keine Sorgen oder Gedanken über seine Gesundheit macht und wenn man seine Energie und sein Potenzial in den alltäglichen routinierten Abläufen verbraucht, macht man sich wenig Gedanken darüber, was man tatsächlich noch alles leisten könnte und was man tatsächlich mit sich und seiner Lebenskraft anfangen kann. Stattdessen tendiert man dann dazu, in den gewohnten Trott hineinzufallen und sich sinken zu lassen und sich über banale Widrigkeiten zu ärgern, aufzuregen, sich selbst herunterzuziehen und seine Zeit mit Gedankenspielchen, emotionaler Aufgeladenheit und emotionaler Entladung zu beschäftigen und seine Vitalkraft sozusagen daran zu verschwenden. Anstatt beispielsweise beim Aufkommen von Gedanken wie, das ist hier alles, was ich hier mache, ist eigentlich alles nicht wirklich das, was mich erfüllt oder was ich machen möchte. Was ist denn die Bestimmung? Was kann ich denn Sinnvolles mit meiner Lebenskraft, meinem Potenzial anfangen, das wirklich auch Bestand hat und das wirklich auch einen Sinn macht für nicht nur für mich persönlich und für meine persönliche mentale Befriedigung oder Befriedung, sondern was einen Sinn macht und Bestand hat für das Leben selbst, für mein Umfeld, für andere Menschen, für ja, auch für die zukunftsgerichtete Prognose des Effekts meiner Taten. Und diese Dinge verliert man allzu leicht aus dem Blickwinkel, weil man sehr beschäftigt ist und weil es so viele Möglichkeiten gibt, sich zu unterhalten, sich abzulenken, sich mit Dingen zu beschäftigen, die einfach dem persönlichen Entertainment dienen. Und daraus resultiert dann wiederum bisweilen eine Frustration, wenn man eben plötzlich eine Schranke vor sich sieht, wie eine Erkrankung beispielsweise und merkt, Mensch, wenn ich kann im Moment überhaupt nichts mit mir anfangen. Das, was ich eigentlich immer wie selbstverständlich machen konnte und tun konnte, was mir nie Probleme bereitet hat, scheint mir jetzt unmöglich zu schaffen und ich kann mich kaum aus dem Bett bewegen und habe Schmerzen und es geht mir schlecht, miserabel. Ich kann nichts tun. Die Zeit streicht an mir vorbei, die Tage ziehen an mir vorbei und ich muss sie mit Genesen verbringen, was natürlich ein sinnvoller Prozess ist, eine sinnvolle Beschäftigung, wenn man krank ist, zu genesen und sich auszuruhen, weil es eben dem Körper die Möglichkeit gibt, sich wieder zu regenerieren und wieder zu Kräften zu kommen. Aber in diesen Momenten, in diesen Tagen stelle ich fest, dann kommen diese Gedanken auf, Mensch, was könntest du jetzt alles mit dieser Zeit anfangen? Und da hat man natürlich tolle Ideen, was man Sinnvolles mit dieser Zeit machen könnte. Das ist wieder so ein Gedankenspiel, in dem man sich dann wieder in Frust und Selbstmitleid suhlt und sich ärgert und emotional aufgeladen ist und dann nimmt man sich Sachen vor, dann hat man Vorsätze, wenn ich wieder gesund bin, dann mache ich dies und das und das. Und letztendlich kann es dann wieder passieren, dass man nach 2, 3, 4, 5 Tagen Gesundheit und Agilität und Vitalität aufgrund der natürlich uns alle beeinflussenden Umstände
unserer Lebensumstände in diesen Alltagstrott wieder hineinkommt und all diese Dinge, diese Vorsätze wieder vergisst, bis man das nächste Mal dann wieder krank ist. Man lenkt sich dann in seiner Freizeit oder in der knappen Zeit, die einem bleibt, für Eigenbeschäftigung mit scheinbar befriedigender Unterhaltung ab und vergisst eben all diese Vorsätze, die man sich genommen hat. Ja. Das muss nicht immer so sein, aber ich stelle es halt bei mir fest. Ich habe bei mir festgestellt, innerhalb der letzten Wochen, das war wirklich eine lange Zeit, von einer Viruserkrankung bis zur normalen Erkältung, bis die dann ausgeklungen ist, dass man sich diese Gedanken macht und dass man überlegt, wie sinnlos ist das hier alles? Ja, ich hänge hier rum, ich kann nicht wirklich was leisten. Wie schade ist das um diese Zeit, ja, die hier vergeht? Und so ist es eigentlich immer, auch wenn man gesund ist, wenn man Zeit verschwendet mit Dingen, die im Grunde weder einem selbst noch anderen zugutekommen. Ja. Was einem selbst und was anderen zugutekommen kann, das muss ja jetzt keine große Tat sein, darum geht es nicht. Es muss ja keine fantastische künstlerische Leistung sein, die andere Menschen erfreut. Es muss keine heldenhafte Tat sein oder ähnliches, sondern es geht hier um Dinge, die wirklich von den kleinsten Strukturen her sich ausweiten auf alle Lebensbereiche, die dem gesunden Menschenverstand folgend einen Sinn machen. Und das ist zum Beispiel das, was jeder, der eben auch nur einige wenige Minuten oder ein, zwei Stunden am Tag Zeit und Muße hat, sich mit sich selbst zu beschäftigen, tun kann. Das ist die Selbstarbeit und die Selbstanalyse, um zu erkennen und zu verstehen, was für emotionale Programme, was für Bewusstseinsprogramme treiben mich eigentlich durch mein Leben und wie viele Bewusstseinsprogramme stellen mir Fallen sozusagen, in die ich immer wieder hineintappe. Warum schaffe ich es nicht, mich an meine Vorsätze zu halten, beispielsweise? Warum falle ich immer wieder zurück in alte Denk- und Verhaltensmuster? Warum reagiere ich immer wieder emotional auf solche und solche Schlüsselreize, obwohl ich jedes Mal wieder sage, Mensch, das ist doch sinnlos, das hat keinen Wert, warum tue ich das? Ich rege mich nur auf und dann kommt es zu Konflikten und so weiter. Warum passiert das aber immer wieder, dass ich immer wieder in diese Bewusstseinsfallen tappe? Und das kann man erfahren, indem man eben Schritt für Schritt diese Bewusstseinsprogramme versucht, in sich aufzuspüren und aufzulösen. Das ist einer der Gründe, warum ich unter anderem diese Vlog-Reihe hier und natürlich auch meine Blogs seit Jahren und meine Vlogs seit Jahren mache, auch gemeinsam mit anderen Menschen weltweit, im Zuge auch des Destiny Eye Processes, der zurzeit, soweit ich weiß, nur auf Englisch zu absolvieren ist, der aber eben genau diesen Prozess der Selbstanalyse und der Selbsterfahrung unter erfahrener und vielseitiger Anleitung und Unterstützung einem ermöglicht, einen gegliederten und geordneten Weg zu gehen. Weil, wenn man feststellt, natürlich, wenn man anfängt, sich mit seinen eigenen Gedanken und emotionalen Problemen zu beschäftigen und wirklich sich zwingt, auch selbst ehrlich sich selbst gegenüber zu sein in allen einzelnen Punkten, dann scheint einem das anfangs wie ein enormer, nicht zu bewältigender Wust und Berg und Berge von Verknüpfungen und Vernetzungen und Abhängigkeiten, so dass man glaubt, das ist doch sowieso nicht zu schaffen, da irgendwie durchzukommen. Aber eine strukturierte Herangehensweise und wie in allen Dingen oder großen Aufgaben ist jeder einzelne Schritt halt ebenso wichtig wie der vorherige und wie der folgende, hilft einem das enorm, eben auch mit Menschen zusammen, die genau denselben Weg gehen, also nicht denselben, aber die den gleichen Prinzipien folgend eben sich zum Ziel gemacht haben, sich selbst und die Bewusstseinsprogramme und die Reaktion, die Interaktion mit dem physischen Körper und wie sich das Ganze gestaltet, wie die Persönlichkeit entstanden ist, wie es so gekommen ist, warum man diese emotionalen Muster in sich trägt, herausfinden möchten und sich gegenseitig dabei unterstützen. Jedenfalls, ich will gar nicht so hochtrabend klingen, ja. Es wird leicht so verstanden, dass es hier darum geht, irgendetwas einen ganz besonderen Weg zu gehen und sich selbst zu einem ganz besonderen Resultat
der persönlichen Selbstsicherheit und des Erfolges und so weiter zu verhelfen. Das ist ja gar nicht der Punkt, denn die Schritte, die man hier geht und diese Selbstanalyse und auch die Korrektur natürlich in letzter Konsequenz dieser erkannten Programme, der erkannten Bewusstseinsfallen, in die man immer wieder tappt, dient ja nicht nur dem eigenen Prozessen, der eigenen Entwicklung, sondern es ist ein gesamter Prozess. Es ist ein kleiner Teil einer Einheit dieses Lebens und der Gesamtheit der Menschheit, der Menschen und des Lebens an sich. Ja. Eine ganz simple Tatsache, dass wir alle gemeinsam dieses Leben teilen und diesen Planeten teilen und dass wir miteinander verbunden sind und auch abhängig voneinander. Niemand ist hier herausgestellt, niemand ist etwas Besonderes im Sinne oder in den Augen des Lebens selbst. Ja, es braucht nur einen ganz kleinen Wink und eine ganz klitzekleinigkeit, einen kleinen Fehler im System, im Organismus und diese Person ist nicht mehr. Ja, also es braucht nicht viel dazu. Ne? Nichts unterscheidet uns, was das angeht, voneinander. Ja, also keiner kann für sich alleine stehen. Keiner kann für sich alleine überleben. Ja, alles hängt miteinander zusammen und voneinander ab. Das ist eine Tatsache, wenn man sich die wirklich vergegenwärtigt, auch in der eigenen Existenz, dann fragt man sich wirklich, warum es so abwegig zu sein scheint für so viele Menschen zu akzeptieren, dass das Leben eine Einheit ist und dass das Leben in Einheit und Gleichwertigkeit nur wirklich sich entwickeln kann und dass wir wirklich nur so einen Sinn geben und einen sinnvollen gemeinschaftlichen Kurs wählen können, der tatsächlich zukunftsorientiert ist und der auch wirklich das Beste für die Entwicklung und die Entfaltung des Lebens für alle verfolgt. Ja, wenn wir eben diese grundlegende Einheit und Gleichwertigkeit akzeptieren, dann geht's und anerkennen. Da geht es gar nicht um jetzt primär um politische Systeme oder ähnliches. Ja, da geht es nicht darum, dass man ein sozialistisches System vielleicht präferieren würde, weil man das sagt. Ja, es geht hier um eine ganz subtile, aber auch grundlegende und umfassende Anerkenntnis der Fakten. Und diese Anerkenntnis ist ja möglich eben durch dieses Bewusstsein, das wir Menschen haben, und durch den gesunden Menschenverstand, mit gesundem Menschenverstand ist eben das gemeint, was wirklich auch gesund ist für das Leben an sich und für die Menschen. Und das geht auch nicht um ein Utopia und eine Vorstellung eine Vorstellung von absoluter Harmonie und dass es keine Gewalt mehr geben muss oder kann. Ja, wir sind in dieser Existenz, so wie wir hier leben, mehr oder weniger gefangen und auf die Notwendigkeiten des Lebens angewiesen. Das heißt eben auch, dass sich ernähren beispielsweise, ja, grundlegend. Und es ist nun mal notwendig für viele Menschen auf der Erde, hier für uns in diesem Überfluss, in dem wir leben, eigentlich nicht mehr, obwohl dieser Überfluss natürlich auch eben wiederum auf Ausbeutung und Vernichtung basiert. Aber es ist eben notwendig, da, um zu überleben, Nahrung zu sich zu nehmen und dafür ist es eben auch notwendig, andere Leben zu töten und diese aufzunehmen. Das ist eine Tatsache, die man akzeptieren muss. Man kann nicht irgendwie ideologisch verblendet das wegignorieren und sagen, das muss aufhören, wir müssen jetzt ab jetzt sofort in absoluter Friedlichkeit und Harmonie, ohne uns gegenseitig auch nur im Ansatz irgendwie etwas anzutun oder weh zu tun oder Freiheiten einzuschränken, miteinander existieren. Das ist ja eine irrationale Vorstellung, die gegen den gesunden Menschenverstand gehen würde, weil zunächst einmal muss man natürlich die Situation akzeptieren, so wie sie ist, um dann aus dieser Situation heraus ganz ehrlich und ganz in aller Offenheit Wege zu finden und Strukturen zu entwickeln und zu entwerfen, die eben dahin führen können, dass man eben diesen Schaden, der ja in den letzten Jahrhunderten immer größer geworden ist, den man gegen das Leben anrichtet, wieder in eine andere Richtung zu bewegen, zu sagen, dass er so gering oder so zu leben, dass er so gering wie möglich eben sich auswirkt. Ja? Und das ist der Sinn dieser Sache, das gemeinsame, das gemeinschaftliche Entwickeln einer Zukunft für die menschliche Lebenswelt,
Aber das bedeutet natürlich auch immer, die menschliche Lebenswelt als einen Teil des Lebens in seiner Gesamtheit zu betrachten. Also auch für alles Leben, also für alle, die wir hier zusammen in dieser Existenz hier sind, zu finden. Das ist Sinn der Sache. Und da ist es eben notwendig, eben diese Programmierung, die wir als Menschen erfahren haben, denn nichts anderes ist eben diese Bewusstseinseinstellung, die dazu führt, dass wir vollkommen, ich sage jetzt irrational, das heißt aber in dem Zusammenhang vollkommen widersinnig, also gegen unsere eigenen Interessen im Grunde handeln und leben. Wir zerstören unsere Lebensgrundlagen, das sind seit Ewigkeiten bekannte Tatsachen, nichts ändert sich daran, warum, weshalb, weil ihr eben so programmiert sind, so zu funktionieren, weil es eben auch solche Auffangprogramme im Bewusstsein gibt, die ja durch Ignoranz und durch Ablenkung eben dazu führen, dass man versucht, um die Tatsachen drumherum zu denken, um sich zu rechtfertigen, um Rechtfertigungen zu finden, warum und weshalb man weitermacht damit. Und diese Schutzprogramme, sage ich jetzt mal, diese grundlegende Programmierung, die auf die Selbstzerstörung letztlich des Menschen hinauslaufen könnte, sich diesen zu stellen und diese zu deprogrammieren und zu analysieren, das ist eben ein Weg, der schwierig ist und der mit vielen Ängsten verbunden ist und Befürchtungen verbunden ist. Ja, aber diese Ängste und Befürchtungen, das stellt sich eben dann heraus, sind ja nichts im Vergleich zu dem, was diese grundlegende Programmierung, diese Denkweise bisher schon angerichtet hat. Nichts im Vergleich zu dem Leid, wirklich physischen, unerträglichen und unvorstellbaren Leid, das Millionen und Milliarden von Menschen und unschuldigen Kindern erdulden mussten und müssen, aufgrund eben der Ignoranz und eben dieser Verbohrtheit in diesem Gefangensein, in diesem Selbstrechtfertigungsprogramm des menschlichen Bewusstseins. Wir glauben, wir sind so, das ist unsere Natur und wir könnten das nicht ändern. Wir sind nicht bereit, die Zügel in die Hand zu nehmen, weil wir Angst haben vor der Verantwortung, die das mit sich bringt. Wir sind aber als Menschen eben alle, jeder für sich fähig, diese Grundprogrammierung, diese Grundstrukturen zu erkennen, ab einem gewissen ab einem gewissen Stand der Bewusstseinsentwicklung natürlich, und diese auch zu korrigieren, diesen Weg zu gehen. Scheint nicht angenehm. Allerdings ist dieser Prozess, sobald er denn einmal begonnen ist, ein sehr befreiender und ja, ein Weg, der wirklich zu dir selbst führt, indem du dich erkennst als Teil dieses Lebens, als bestimmter Teil dieses Lebens, selbstbestimmt und eigenverantwortlich, eigenständig als Individuum in der Kette einer Gesamtheit. Ja. Und dadurch nimmst du natürlich auch immer Einfluss in irgendeiner Art und Weise, in irgendeiner Form. Und jeder Fortschritt oder jeder Erfolg in der Analyse, Deprogrammierung, Selbstkorrektur dieser Verhaltensmuster hat Auswirkungen auf andere Menschen, auf dein Umfeld, auf dein Denken, auf dein Handeln und wahrscheinlich auch noch auf Arten und Weisen, die wir gar nicht zu erkennen bereit sind oder zu erkennen in der Lage sind. Aber Tatsache sind und sicher sind diese Auswirkungen eben in deinem eigenen Umfeld einfach durch deine Interaktion, durch dein Verhalten, durch dein Denken und dein Handeln. Ja. Also es ist nie sinnlos und es ist nie zu klein oder zu gering, dieser Prozess und diesen Schritt, den man macht, sondern es ist letztlich eine Selbstbestimmung und die Entscheidung, die Verantwortung für sich selbst als das Leben, das man ist, zu übernehmen und für die Auswirkungen, die Konsequenzen des eigenen Handelns. Und das führt dazu, dass man eben erkennt, wie die Struktur und die Gestaltung der Systeme, in denen wir uns gefangen sehen, gegenüber denen wir uns als Opfer oftmals sehen, eben direkt im Zusammenhang steht mit der eigenen Bewusstseinsprogrammierung, auch mit der eigenen Einstellung der Persönlichkeit der Menschen, die innerhalb dieses Systems leben. Denn dieses System, das uns alle einschließt sozusagen und dem wir alle folgen, ist ja nicht ein künstlich gestaltetes System, das uns aufgezwungen wurde, sondern es ist natürlich ein System, das aus uns entstanden ist. Und aus den Gründen, weil wir eben nicht bereit sind und waren, tatsächlich Verantwortung für das Leben zu übernehmen, ja, für unsere Kinder, für deren Kinder und deren Zukunft zu übernehmen und auch diese Selbst,
Süchtigkeit, diese Selbstsucht und dieses Zentriertsein auf das eigene Leben, den eigenen kleinen Lebensbereich nicht aufgeben wollen. Dabei ist letztlich die Befreiung wirklich von allen Ängsten und von diesen Befürchtungen, die ja nur das kleine eingeschlossene Ego hat, das sich versucht, hinter Gedankenmustern und Selbstrechtfertigungen, die alle nicht real sind, zu verschanzen und von anderen abzugrenzen. Diese Befreiung ist ja enorm. Sie löst ja quasi diese Mauern auf und sie löst diese Illusion, diese Abgespaltenheit und dieses Opfertums, in das man sich hineingedacht hat, löst sie eben auf. Gut, 21 Minuten soll reichen. Das war der fünfte Teil der Vlog-Reihe und der nächste folgt alsbald. Danke fürs Zuhören. Ja, vielleicht noch, natürlich sind diese, ist diese Befreiung auch letztlich die Erkenntnis, dass alles, was ich tue, in irgendeiner Art und Weise eben diesen Einfluss hat. Und deswegen ist auch jede Tat, die ich für mich selbst in dieser Richtung, in Selbstehrlichkeit und Offenheit nach den Prinzipien des Lebens und des Wohls aller tue, eine große Tat. Auch wenn sie das gar nicht mehr sein muss, denn ich brauche keine großen Taten mehr zu vollbringen und ich brauche auch keinen, der mir auf die Schulter klopft dafür, um mein Selbstbewusstsein als der Teil dieses Lebens und als das, wo ich stehe in diesem Leben, zu verstärken, weil es eben bereits einfach da ist, weil es aus mir selbst herauswächst, weil es nicht mehr abhängig ist eben von diesen künstlichen Gedankenstrukturen und dieser Anerkennung. Und man erkennt natürlich auch darin die Fähigkeiten erst, die man als Mensch hat und das Potenzial, das man als Mensch hat, erst dann, wenn man wirklich diese Verantwortung für sich selbst eigenständig übernimmt, wenn man bereit ist, eigenständige Entscheidungen zu treffen und für diese auch gerade zu stehen. Und das bringt wieder mit sich, dass wenn ich für diese Entscheidung gerade stehen möchte, muss ich natürlich diese Entscheidung überdenken. Und ich muss schauen, welche Konsequenzen hat das? Was kann da auf mich zukommen? Welche Auswirkungen hat das auf andere Menschen? Und wie werden diese mir entgegentreten? Und kann ich dann wirklich dafür gerade stehen? Aber vor allen Dingen kann ich letztendlich mir selbst gegenüber Rechtfertigung ablegen. Kann ich vor mir selbst gerade stehen dafür, was ich da tue und was für Entscheidungen ich getroffen habe. Und für die eigene persönliche Entfaltung in dieser Lebensspanne, die man hat, die einem zur Verfügung steht, ist es natürlich enorm zu erkennen, dass man all diese Fähigkeiten, die man vielleicht früher bei anderen bewundert hat, wo man gesagt hat, Mensch, was diese Menschen machen, das ist ja toll, das ist ja genial, dass man erkennt, dass man diese Fähigkeiten hat, dass jeder von uns diese Fähigkeiten hat, von physischen oder mentalen Beeinträchtigungen, pathologischer Natur, medizinischer Natur mal abgesehen, dass jeder von uns diese Fähigkeiten hat, ähnliche oder diese Dinge zu tun. Ja, natürlich haben wir alle andere Lebenswege hinter uns. Wir haben uns alle spezialisiert auf andere Dinge. Ja? Also der eine hat sich spezialisiert und perfektioniert im sportlichen Bereich, der andere im musischen Bereich. Natürlich kann man diese Fähigkeit nicht von jetzt auf gleich erlangen, aber das Potenzial, das grundlegende Potenzial, diese Dinge zu tun und das auch zu erreichen und das auch selbst zu tun, ist in jedem von uns gleichermaßen vorhanden. Ja, das heißt, wir könnten es, wir könnten uns dazu durchringen, große Dinge zu vollbringen, wenn wir eben akzeptieren, dass wir eigenständig für uns selbst gerade stehen in dieser Welt. Und wenn wir diese grundlegende Erkenntnis erstmal haben, und die ist unerschütterlich, weil dann eint uns diese grundlegende Sicht natürlich auch, ja, in die grundlegenden Tatsachen des Lebens und der Einheit des allen Lebens und der Konsequenzen, die ein Denken und ein Handeln, das von dieser Einsicht abweicht hat, und den Konsequenzen, die eine gemeinschaftliche Orientierung auf das Gemeinwohl und auf das, was das Beste ist für alle, eben hätte oder haben könnte. Und diese Entscheidung können wir treffen. Welchen Weg davon wollen wir gehen? Wollen wir den zerstörerischen Weg weitergehen und wollen wir dann vor uns selbst dafür Rechtfertigung ablegen oder vor unseren Kindern oder wollen wir uns entscheiden, wirklich in einem eigenständigen Prozess gegen alle Widerstände und Hindernisse und durch alle Widerstände und Hindernisse hindurch gehen, der uns in die Lage versetzt, eine Zukunft zu gestalten für die Menschen, für das Leben, für das, was wir repräsentieren und für das, was wir sind. Und diese Einsicht, diese Erkenntnis, zu sagen, Mensch, dieses Potenzial, das hast du ja auch,
Du müsstest nur die und die Entscheidung treffen. Du musstest dich entscheiden, dich auszubilden und Disziplin an den Tag zu legen, zu trainieren, zu üben, was auch immer, worum es geht. Du könntest das ja auch tun oder du hättest das ja auch tun können. Du hast dieses Potenzial. Bringt natürlich einerseits vielleicht Frustration mit sich, weil man sagt, das hätte ich schon vor Jahren tun müssen oder tun sollen. Oder halt auch eine Verantwortung und eine Angst vor dieser Verantwortung, dass man sagt, Mensch, ich bin ja eigentlich selbst verantwortlich für die Situation, in der ich mich befinde hier. Und dass ich damit nicht zufrieden bin, dass ich ständig darüber mich beschwere, dass ich andere verantwortlich dafür mache. Das rührt alles nur daher, weil ich mir nie eingestanden habe, dass ich eigenverantwortlich bin, nicht nur für mich selbst, sondern auch für die Situation, in der ich mich befinde und das System, in dem ich lebe. Ja, und wenn das bedeutet, dass ich zunächst einmal einen langwierigen, schwierigen Prozess hinter mich bringen muss, eben mich einzusetzen dafür, dass sich die Umstände ändern, nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen, dann ist das eben so, aber dann ist das meine selbstbestimmte, eigenverantwortliche Entscheidung, ja, die ich treffe, um dahin zu kommen. Das jetzt mal in einem größeren Rahmen, aber auch in kleineren Dingen, wenn ich frustriert oder unzufrieden bin mit dem, was ich erreicht habe oder was ich kann oder was ich nicht kann, dann muss ich auch mir eingestehen, dass ich im Grunde eigenverantwortlich bin dafür, dass ich das eben nicht kann. Ich hätte es tun können, schaffen können, machen können, wenn ich eben mein Potenzial wirklich so und so genutzt hätte. Aber wir tendieren natürlich dazu, wir sind so programmiert, dass wir uns lieber frustriert zurücklehnen, in uns selbst zurückziehen, selbstmitleidig sind und dann aus Trotz und auch Zorn und Verärgerung über unsere eigene Unaufrichtigkeit uns selbst gegenüber mit dem Finger auf andere zeigen und nach Schuldigen suchen und nach Verantwortlichen für diese Situation außerhalb unserer selbst natürlich suchen. Das ist unsere Grundprogrammierung, das ist so dieses Grunddesign, das uns eben ablenkt davon, wirklich die Probleme und die Ursachen der Probleme tatsächlich anzugehen und zu bearbeiten, die immer in uns selbst liegen. Ja? Als Einheit, als Gemeinschaft natürlich, ja. Und wenn irgendwelche Probleme nicht alleine aus dem Weg geschaffen werden können, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir uns zusammenschließen. Dafür sind wir soziale Wesen und uns gemeinsam in eine Richtung bewegen, in der diese Probleme beseitigt werden können. Ja? Und wir sind eigenverantwortlich dafür zuständig. Ja? Und nicht die da oben, nicht die Politiker, nicht die Wirtschaft, denn wir sind die Wirtschaft. Wir sind ja alle Teil dieser Wirtschaft und Teil dieses Systems, Teil seiner Programmierung und der mechanischen Wirkungsweise. Und niemand kann sich davon freisprechen. Das sind jetzt 25 Minuten knapp. Und das soll jetzt mal soweit dieser Vlog gewesen sein. Teil 5, wenn ich mich nicht irre. Und der nächste folgt alsbald. Danke fürs Zuhören. Slip up in your lifetime. Oh.